Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 3. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, Runenprophetin Taldea zu befreien. Oder zumindest ihren Seelenstein. Und müssen die Blood Ravens folgen der Spur der Orks zum Speer. Entweder spielen wir jetzt die Orks oder die Blood Ravens. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, es könnten die Orks sein, aber wenn ich das hier jetzt so lese, könnten es auch die Blood Ravens sein. Die haben wir ja nur auch lange nicht mehr gespielt, aber wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Blood Ravens. The Orc threat will intensify the longer we ignore it. As tempting as it is to do the opposite of the Inquisitor's wishes, Kyre must not obtain the Spear of Cain. There's a quiet power sleeping in this planet. If that is the spear, I shudder to think how powerful Kyre will be while wielding it. How do you suggest tracking them? The Eldar are like ghosts. That is why we will hunt Gorguts. Orcs leave an obvious trail. And as an orc, Gorguts will seek out a powerful opponent to battle. With his large horde, he will be able to search far and wide. And find Kyre for us. Ja, weitere Informationen, falsche Grenzen. Balthazar, Dauntless, do you read? Yes, Chapter Master, we're reading you. I'm in need of aerial support. Bring the Dauntless into high orbit. Are you sure? I've received no notice from the Inquisitor that the blockade has ended. The blockade is a sham. It remains in effect as a formality, so the Inquisitor can save face. He won't give you any trouble. Not when he needs us. Very well. Plot the course, Helmsman. Dauntless out. Mm-hmm. Dann haben wir also schwere Luftunterstützung. Das klingt doch mal sehr positiv. So. Wir haben den, aber wir haben das noch nicht frei. Nehmen wir dich. So kennen wir dich doch. Oh ja, das sieht doch gefährlich aus. Nehmen wir das. Das sieht doch hier richtig cool aus. Oh ja, so ein richtiger Todesengel. So. Wir werden anscheinend Basen bauen können. Reduzierte Abkühlzeit der Fähigkeit setzt die Standarte. Okay. Stärkendes Rammen. Das Aktivieren von Rammen stärkt den Cyborg, gewährt einen temporären Schild, der in der Aktivphase die Geschwindigkeit steigert. Der Bonus wird nur gewährt, wenn stärkendes Rammen eine Ladung hat. Hm. Nö. Was bauen wir? Nehmen wir denn hier überhaupt? Festnagel. Devastoren immobilisieren das Ziel mit ihren schweren Boltern. Die Fähigkeit endet, wenn das Ziel außer Kraft gesetzt wird, springt, teleportiert oder hinter einem Schussabsorber ist. Mhm. Versteckt. Ja, gut. Das brauche ich. Warte mal, sind die ganze Zeit? Tarnen sich vorübergehend und erhalten gesteigerte Bewegung. Die Tarnung fällt aus, wenn sie angreifen und entdeckt werden. Ja, toll. Überwachen. Scout-Scharfschützen beobachten einen Kreis um die Zielperson. Betritt ein Feind diesen Kreis, schießen sie mit erhöhter Angriffsgeschwindigkeit auf das Ziel. Plus ein Bonusschuss für jede gesammelte Ladung. Sammeln sie bis zu 10 Bonusschüsse, während Überwachen aktiv ist. Taktische Marines bewegen sich schneller, wenn sie nicht kämpfen. Naja. Getarnte Scouts verursachen bei ihrem ersten Angriff Bonusschaden. Ja, gut. Jetzt nicht das, was man braucht. Langsamer Tod. Der Flammenwerfer der taktischen Marines verlangsamt Infanterie und immobilisiert Fahrzeuge. Das klingt allerdings gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Deckungsfeuer. Scout-Scharfschützen erhalten eine einschaltbare Fähigkeit, mit der ihr Fernangriff verlangsamt verursacht. Jeder Schuss verbraucht eine Ladung. Ladung regenerieren sich mit der Zeit. Verbessertes Zielen, gesteigerte Waffenreichweite für Devastor Marines in schwerer Deckung oder Tarndeckung. Das klingt doch super. Ist was, dann nehmen wir noch das Unterdrückungsfeuer mit. Dann passt das und dann legen wir hier mal direkt los.
Bin ich mal gespannt, was das Ganze gibt. So. Abstieg zum Schrein. Käfig von Acheron. Nun, da die Blockade ihn nicht mehr auffällt, verfolgt Gabriel mit den Blood Ravens die Orks zum Schrein. Je weiter sie vordringen, umso mehr Beweise finden sie für die merkwürdige Maschine, die Gorgatz gebaut hat. Was für eine Maschine? Etwa diese fette Kanone? The Eldar call this territory the Vault. Supposedly it's a gateway that leads below to Acheron's true surface, where the spear is enshrined. And the Orcs just so happen to make their camp here. Überfallen Sie das Orklager. Run! Die sagen run und schießen. Das ist ja cool. Oh nein. So. Das wollte ich doch sehen. Okay. Strange Machine. Ja, das machen wir. Wieso haben die ein Schild? Bin ich jetzt gerade blind? Oh. Strange Machine. Okay, mein Skriptor. Wieso hat der einen Engel? Abkürzen finde ich eigentlich nie so. Wieso zum Geier hat der einen Engel? Das ist verstörend. Das ist mehr als verstörend. Ja! Alter, das war knapp. Guckt euch mal an, fast wären die Typen fertig geworden. So. Ah. Kann ich euch nicht... Oh, nee. Toll, das war mal wieder so eine richtig geile Doktrin, die ich gewählt habe. Weißt du, Flammenwerfer. Das klingt besser, als es sein könnte. Und dann kann ich nicht mal was bauen. Ah, das kommt vielleicht noch. Wir müssen ja erstmal vordringen. Diese Nobs, ne? Die sind... Die Nobs sind mir eindeutig ein bisschen zu hart. Zack. Im Flug gekillt. Was ist hier? Ja, die kommen jetzt von beiden Seiten. Das war klar. Oh. Habe ich nicht eine Chance, irgendwie meine zu heilen? Nee, hier machst du mehr Schaden. Steinwall. Nee. Nee, nee. Das sieht man doch gerne. Ram, bam, 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 bam. Der Orca... Gorgatz hat sich hier echt schon gut eingelebt. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ja, da bauen sie schon die ersten. Leckofanny, hä? Die sind echt verflucht fix, die Orks. Nein, 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 nein. Ja! Oh. Macht sie bloß kalt. Oh, mach mal hier. Na, falscher. Boom. Für den Imperator. Ach nee. Oh oh. Psi-Blitz. Oh oh. Oh oh. Das ist überhaupt nicht lustig.
Plünderer sind nicht lustig. Okay, das passt. So. Why did the mech run? What's his aim? Oh oh. Ernsthaft? Ein Traktorstrahl? Ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet. Hurry! We must reach the tractor beam. The trail led this way. Bitte, ihr dürft alles, aber nicht das ganze Ding einsammeln für euch. Ich hätte ganz gerne jetzt noch ein paar mehr Medics. I sent reinforcements, but they were dragged off course by the tractor beam. As I cannot risk any more drop pods, you must track their emergency beacons to gain reinforcements. Oh. Ich werde euch hier nichts schenken. Nein, 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 nein. Ich werde euch hier nichts schenken. Nicht mal so ein bisschen. Keine Panzer. Panzer würdet ihr nicht geben. Oh oh. Oh oh. Ja. Das war mehr als knapp. Das war mir eindeutig viel zu knapp. Notfallsignal. Hier ist direkt eins. Ja, dann gehen wir doch dahin. Our missing brothers. They're under attack. They're under attack. There's the mech. We're on the right path. Ja. Das finde ich aber gar nicht. I feared we would not make it to you. Something dragged us off course. Work of the Orc tractor beam, no doubt. Keep on the mech's trail. Bleibt am Mech dran. Nein, ich kann nicht am Mech dran bleiben. Ich muss meine Truppen sammeln. My friend. Look out! The bridge is collapsing. Shaboom. The nearer we get to the vault, the more unstable this place becomes. Find another route. Keine Ahnung. Oh oh. Oh oh. Eldar. Na toll. Jetzt verliere ich echt. My gratitude, Chapter Master. Something pulled us off course. Erst das und jetzt Nobs. Also wenn's kommt, dann kommt's wirklich dicke. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, euch will ich nicht aufrüsten. Warum müssen es eigentlich immer Nobs sein? My gratitude, Chapter Master. Something pulled us off course. Geht ihr jetzt mal da mithelfen? Hier gibt es nichts mehr für uns zu holen. Oh! Warum seid ihr geheilt worden? Das finde ich ja äußerst gut. So, dann holen wir uns da mal ein paar mehr Notfallsignal-Truppen. Hier waren wir ja schon. Komme ich da überhaupt hin? Da komme ich nicht hin. Ey, das ist unfair. Da komme ich überhaupt nicht hin. Ein Glück, dass ich das noch gesehen habe. Ansonsten wäre ich mal wieder in die Falle getippt. Okay, mein Freund. Ein Cybot. Jetzt ärgere ich mich, dass ich das RAM-Ding nicht genommen habe, ne?
Ich hab alles, nur keinen Flammenwerfer. Und auch keine Devastor. Ich hab nix. War das ein Flammenwerfer? Ja, das kenne ich irgendwoher. Was ist das da? Das ist doch kein Wasser. Das sieht aus wie Öl. Bom, bom. Ja, du wachtest. Die brechen doch da bestimmt ein. Diese Brücke, die sieht doch nicht ganz dicht aus. Okay, die Brücke steht doch. Aber ich muss so oder so da noch dahin. Oh. Devastoren sind natürlich nicht so schön. Was machen wir zuerst? Wir machen zuerst die Grots da platt. Ihr habt gegen Grots Probleme? Oh. Zack. Machen wir das so. Und dann machen wir das so. Nein. Nein, warum müssen denn da wieder Nobs sein? Oh, springen! Komm. Jetzt nochmal hier. Dankeschön. Boah, das wäre so geil, hätte man den jetzt da runtergekickt. Blasted Xenos plucked us from the sky. I'll avenge that. So. Hier auch noch ein bisschen. Wo? At least the orcs are impeding the Eldar. Das ist mir egal. Bitte. Das ist mir doch egal. Ganz im Ernst, das ist doch kein Wasser. So. Die können sich das aussuchen. Ja, ganz große Klasse. Wirklich ganz große Klasse, wo ihr die abgeworfen habt. Ihr seid wirklich bombastisch. Bitte nein, bitte nein, bitte nein, bitte. Oh nein, 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 wir hauen ab, wir hauen ab. Ihr werdet mich nicht kriegen. We aren't so easily deterred. Lauft, lauft. Tut's doch laufen, ich bitte dich. Oh nein! Ei, 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 ei. Bye-bye, Achilles. Der Typ, der nervt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der nervt. Hab ich den nicht? Ach so. Das muss einem ja auch erstmal gesagt werden, dass man den nicht hat. Um. Glory! Okay, scheinbar haben wir es verkackt. Nein, unser Cyborg lebt noch. Kommt, Leute, das müssen wir schaffen. Ich will den Cyborg haben. Wir sind auch fast an dem Traktorstrahl dran. Seht ihr das?
Ah, okay. Die sind hier hinten gewesen. Ja. Wer hätte das gedacht? Some emergency beacons are near your position. I still serve. Death, honor. Your decree, new fire. Da war noch ein Medic. Das habe ich genau gesehen. Wenn ich das jetzt nicht schon genommen habe. Aber ich glaube nicht. Ich meine mich zu entsinnen, dass ich da nichts genommen habe. Jawohl. Moment. Nein, ich will alle. Gabriel, ich brauche noch mal deine Flugkünste. Du bist ja so ein kleiner Flieger, du. Okay, dann lass das sein. Juhu! Erstmal das... Nein! Okay, das hätten wir. Da haben wir doch den Flammenwerfer, ja? Besser so als gar nicht. Guck ich das mal an, was das für Truppen sind. Blasted Xenos plucked us from the sky. Finden Sie die Abteilung. Ja, die habe ich gefunden. Ich habe zwei Cybots. Was will man denn mehr? Ungültiges Ziel. Ist ja wohl. Ein Hohn ist das. Wir werden diese ganzen Truppen wahrscheinlich auch brauchen. Ist egal. Wir sind nicht umsonst so weit gekommen. Außerdem haben wir hier zwei Cybots noch mit drauf. Also, wenn das keine Feuerkraft ist, dann weiß ich es auch nicht. So viele Space Marines. Too much. Ah. Hallöchen! Achso, das ist... Muss geschützt werden? In der Tat, in der Tat. Automatisches Speichern. Da, das gefällt mir doch sehr gut. Na toll. Das gefällt mir wiederum gar nicht. Wir müssen die Waffe zerstören. Gut, okay, das können wir. Okay. Ratzmackers Traktorstrahler. Ihr könnt ruhig da kämpfen. Das ist mir scheißegal. Oh. Toll, die Elder waren ja mal wirklich überhaupt nicht hilfreich. Dakomando. Ich würde sagen, hier ist jetzt mal alles kaputt. Go ahead. Take this. Was ist das?
Einfach nur ein Meteoritenschwarm? Das ist nicht gut. Oh Gott, wie groß wird denn das doch noch? Ja, das waren meine Cybots. So viel dazu. Muss... Nein! Da. Killt sie! Nein! Au! Nein! Zack! Das hier wird kein Himmelsfahrtskommando. So, wir machen den jetzt schön. Nein! Geht doch. Das war knapp. Pass auf, jetzt kommt noch ein Bosskampf, ne? Doch nicht. Set in motion. They're fighting on the vault. Get clear, Angelos, or die with our enemies. Was ist das für ein Arsch? Balthasar, we need an extraction before the Inquisitor drowns this place in fire. I'll try, but our orbital elements are still in disarray. Hurry! There are incoming Xenos now. Incoming Xenos? Gabriel, Orks are approaching from the east. Evakuierungspunkt. Oh oh. Ein kleiner Bosskampf, würde ich sagen, ja? Zählt das als kleiner? Ich würde sagen, ja. Oh, Bananen. Verteidigen Sie den Punkt. Ich liebe ja sowas, ne? Verteidigen ohne geeignetes Maß an Reinforcement. Da bin ich ein Fan von. Oh oh. Oh. Nein, ich hab daneben. Schade. Boom. The orcs are using the bridges to attack from the south. Kill the orcs at the controls to keep the bridges drawn. Finally, Thunderhawk is on its way. Toll, das ist schön. Sehr schön sogar. Das ist ein fucking Killerbot. Ein fucking Killerbot. Nein. Was macht ihr denn da? Oh oh. Was soll denn der Kack? Wo ist Angelos? Ich hab keine Minute. Hi. Oh. Kinders, ich hab keine Minute. Ja. Okay, ich glaube, das wird nichts.
Evakuierung in einer Minute. Wollt ihr mich verarschen? Wer will denn das aufhalten? Nein. Diese Nobs an. Diese Nobs alleine schon. Oh. Weg mit euch, ihr fiesen Möppes. Oh. Eieieiei. Das ist hier vielleicht... Oh, das war aber jetzt wirklich allerletzte Minute. Schnell! Weg hier! Beeilt euch! Into the Thunderhawk, now. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Go, launch. Und du bleibst hier, oder was? Oh nein, Angelos. Gorguts and Kaia's armies clashed ferociously before the gate to the altar of the sphere, seeking to secure their master's claim to the weapon. Unbeknownst to the warriors below, Inquisitor Holt, unable to take possession of the sphere, sought to preclude anyone from obtaining it, and indiscriminately unleashed his powerful orbital cannon on the armies below. Sag mal, dieser Inquisitor, der trifft eine blöde Entscheidung nach der nächsten. Den sollte man sowas von absetzen, mal ganz im Ernst. Boah. Und jetzt ist Angelos tot. Krass. Oder zumindest ist er verschollen. Gabriel did not make it out. You are to blame, Inquisitor. He was warned. I was not going to waste the opportunity to fire. And because I fired, I stopped Gorguts. I stopped the Eldar. You've stopped nothing, you fool. All you've done is open the way for Kaia. Darauf sagt er natürlich nichts mehr. Kann er natürlich auch nicht. Was will er denn machen? Er kann gar nichts dagegen machen. Was ist das für eine Kugel gewesen? Komm schon! Ja! Ich hasse das, wenn das so langsam geht auf die letzten paar Meter, ne? Naja! Freischalten! Oh, so viel zum Freischalten. Farbenset, Felder des Ravenmeisters. Eine neue Farbpalette für das Schlachtfeld. Eine neue Farbpalette für das Schlachtfeld, Farbenset. Reclusium Schwarz. Der Inquisitor als Porträt. Ganz ehrlich, den Tuppes, den nehme ich nicht als Porträt. Kannst du gerne wieder haben. Porträt Diomedes. Und oder Jonah Orion. Ja, liebe Freunde, und damit würde ich sagen, sind wir für diese Woche auch schon wieder vorbei, nicht? Wir sehen uns einfach
nächste Woche Samstag wieder, wenn wir wieder mit den Elders unterwegs sind, so scheint es mir. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Wir sehen uns Samstag wieder. Bis denn.